So, abschließend wollen wir uns das Badewannenbeispiel aus dem Skript von Christian Schmalsam nochmal anschauen. Und ja, das ist dieses typische Schulbeispiel, wo man hat 50 Liter heißes Wasser, 50 Liter kaltes Wasser werden zusammengekippt. Was kommt am Ende für eine Temperatur dabei raus? Und wenn man sich das auch dieses ein bisschen genauer anschaut, dann stellt man fest, es ist gar nicht so einfach. Und in diesem Fall führt das sofort auf eine gewöhnliche Differentialgleichung. Wir wollen uns ein bisschen anderes Problem anschauen, um das Ganze ein bisschen klarer zu machen. Und zwar nehmen wir an, dass eine Badewanne bereits gefüllt ist mit, ich sag mal, 100 Litern Wasser. Die Temperatur ist bekannt und wir wollen uns angucken, wie kühlt sich dieses Wasser ab über die Zeit. Und das ist nämlich das, was bei dem normalen Schulbeispiel eigentlich überhaupt nicht berücksichtigt wird, denn das Wasser fließt ja im Normalfall langsam ein und umso langsamer es einfließt, umso weiter kühlt es sich schon ab, während es überhaupt einfließt. Und das bedeutet, es ist schon, wenn alles drin ist, ist die Temperatur, die man eigentlich hatte, schon längst nicht mehr erreicht. Okay, das heißt also, ich bin leider kein besonders begnadeter Zeichner, aber das hier soll mal so eine aufgeschnittene Badewanne sein. Und darin ist Wasser und wir nehmen an, das hat eine Temperatur T0 und hier außen herrscht eine Temperatur T1. Und wir lassen mal alles mit diesen Wärmeübergangs-Wärmeleitkoeffizienten, das lassen wir alles mal außer Acht. Und das einfachste Modell, das wir haben, ist, naja, dass dieses Wasser wird sich abkühlen über die Zeit. Und wir werden annehmen, naja, das wird sich umso stärker abkühlen, je größer der Unterschied zwischen T0 und T1 ist. T1 ist die Außentemperatur, von der nehmen wir mal an, dass sie sich überhaupt nicht ändert. Und das heißt, also es wird abhängen, die Abkühlung von T0 wird abhängen von dem Unterschied von T1 und T0. T0 ist etwas, was abhängt von der Zeit. Das heißt also, T0 von T sei die Temperatur des Wassers, wobei wir auch da annehmen, dass das Wasser immer komplett durchgemischt ist. Und wir wissen oder wir nehmen mal an, dass T0 von 0, also zum Zeitpunkt T gleich 0, hat das Wasser eine angenehme Temperatur von 45 Grad und darauf wird es später überhaupt nicht ankommen. Und wir können zum Beispiel annehmen, diese Außentemperatur, die hängt nicht von der Temperatur des Wassers ab und die ist vielleicht, sagen wir mal, 20 Grad. Okay, gut. Wir werden irgendwie, ja, je kälter es draußen ist, umso schneller kühlt sich das Wasser ab. Das heißt also, wir nehmen an, der Temperatur Abfall des Wassers proportional ist zum Unterschied zwischen der Temperatur außen und der aktuellen Temperatur des Wassers. Das heißt also, wenn ich mir anschaue, wie viel Temperatur wird in einem kleinen Zeitraum verloren, dann werden wir sowas vermuten: T0 von T plus dT minus T0 von T. Das heißt also, das ist die Temperatur, die verloren wurde in einem kleinen Zeitraum der Länge dT an der Stelle T. Zum Zeitpunkt T. Okay, da werden wir erstmal vermuten, dass es irgendwie proportional mit einem Proportionalitätsfaktor Lambda, keine Ahnung, wie der aussieht, mal T0 von T minus T1. Und naja, wir werden auch vermuten, naja, je länger die Zeit dauert, je länger ich warte, umso mehr wird tatsächlich auch sich das Wasser abkühlen. Ne? Also wenn ich eine Stunde warte, dann wird das länger, dann wird das abgekühlter sein, als wenn ich nur sehr kurze Zeit warte. Das heißt, wir werden auch erwarten, das muss auch proportional sein zur Länge der Zeit, die ich betrachte. Das heißt, es wird irgendwie auch noch proportional sein zu dt. Ja, wenn ich doppelt so lange warte, werde ich erwarten, dass das Wasser sich doppelt so lange und doppelt so viel abgekühlt hat. Für welche dt könnte das richtig sein, das da vorne steht? Naja, also auf jeden Fall könnte es nur richtig sein für kleine dt. Denn stellen Sie sich vor, wenn das dt sehr groß ist, ich habe ja hier vorne an dieser Stelle hier angenommen,
dass die Temperatur des Wassers sich auch nicht ändert. Aber wenn ich einen sehr langen Zeitraum betrachte, naja, dann ändert sich die Temperatur des Wassers natürlich in diesem Zeitraum. Das heißt also, das kann nur richtig sein für ein sehr, sehr kleines dt. Und das heißt, diese Gleichung, die ich da hingeschrieben habe, ist erstmal nicht komplett richtig. Es ist nur eine Approximation, ja, was ich häufig durch so ein Zeichen andeute. Und naja, es wird praktisch immer besser, je kleiner das dt ist. Okay, das heißt also, was machen wir natürlich? Wir betrachten den Limes für dt gegen 0. Und außerdem betrachten wir erstmal den Bruch, das heißt, ich teile durch dt. Und dann habe ich hier ein t0 von t plus dt minus t0 von t geteilt durch dt. Und das interessiert uns besonders für kleine dt. Und das ist sowas wie Lambda mal t0 von t, die Temperatur des Wassers, minus T1, die konstante Außentemperatur. Okay, das wird immer besser, je kleiner das dt wird. Das heißt, wir betrachten mal den Limes für dt gegen 0. Immer derselbe Trick. Dann geht das hier unter der Voraussetzung, dass das t0 statt tatsächlich differenzierbar ist, geht das gegen t0' von t. Und das müsste dann sein gleich Lambda mal t0 von t minus t1. Okay, und jetzt sehen wir, was wir hier haben. Das ist eine Differentialgleichung und ich schreibe die nochmal richtig hin. T0 von t ist gleich Lambda mal T0 von t minus Lambda mal T1. Und zusätzlich haben wir noch die Anfangsbedingung, dass T von 0, T0 von 0 gleich 45 ist. Okay, und was Sie jetzt hier sehen, ist natürlich eine ganz typische Anfangswertaufgabe, so wie Sie sie in der Analysis kennengelernt haben. Sie haben zunächst mal eine Gleichung, in der sowohl die Ableitung als auch die Funktion selbst drin vorkommt. Das heißt, das hier vorne ist die Differentialgleichung, die gewöhnliche Differentialgleichung. Außerdem haben wir einen Anfangswert T0 von 0 gleich 45. Und ja, das heißt, wir müssen, um die korrekte Temperatur zum Zeitpunkt T auszurechnen, tatsächlich eine gewöhnliche Differentialgleichung lösen. Und ja, das muss man dann eben tatsächlich tun. Das heißt also, die Aufgabe, wenn man wirklich zum Beispiel die Zeiten berücksichtigt, ist gar nicht mehr so einfach, sondern erfordert zumindest mal die Lösung einer gewöhnlichen Differentialgleichung.